Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Ihr könnt heute ein neues Gratis-Item für Neymar freispielen. Das wohl auch aktuell nur heute verfügbar. Und das gehen wir mal kurz durch hier. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen, heute nämlich der Neymar Junior Cup. Ab 18 Uhr das Ganze, gucken wir uns gleich mal im Wettkampf-Tab an. Und hier können wir einerseits uns das Emoticon Siegerkreise verdienen. Zeige ich euch gleich mal, das können auch wirklich alle bekommen. Ich zeige euch gleich mal Tipps und Tricks, wie ihr das ruckzuck kriegen könnt. Und noch die Champions jeder Region, außerdem einen besonderen Fußballschuh, das Ganze hier von Neymar irgendwie gestaltet, signiert, wie auch immer, gucken wir uns gleich mal an. Und ja, das tun wir auf jeden Fall heute. Ihr könnt schon mal im Wettkampf-Tab hier gucken, Neymar Cup, in 2 Stunden um 18 Uhr fängt es nämlich hier an. Sollte auch eigentlich irgendwie angezeigt werden, genau, 18 bis 21 Uhr und ihr braucht doch nicht unbedingt um 18 Uhr schon anfangen. Wichtig ist einfach, dass ihr das spielt und insgesamt 8 Punkte bekommt, dann bekommt ihr nämlich das gratis Emoticon. Und ansonsten natürlich, wenn ihr den Schuh haben wollt, wenn ihr gut seid, guckt natürlich, dass ihr um 18 Uhr anfangt, dass ihr da möglichst alle 10 Matches durchspielt. So, das erstmal dazu, also 18 Uhr fängt es an, ihr könnt direkt um 18 Uhr starten oder halt ein bisschen später. Wichtig ist, so viele Matches wie möglich machen. Und dann gucken wir uns nochmal an hier, was gibt es und was müsst ihr eigentlich erreichen? Und zwar einmal dieses Emoticon hier, ist zwar nicht das geilste Emoticon, klar, interessiert vielleicht einige nicht, aber ist natürlich gratis. Und wenn man den Neymar-Skin feiert, kann man das auf jeden Fall mal zwischendurch ein bisschen rausschießen. Auf jeden Fall geile Sache. So, das gibt es auf jeden Fall umsonst für alle, die 8 Punkte erreichen. Und Punktesystem gehe ich nochmal drauf ein. Ansonsten gibt es hier noch, das heißt übrigens hier Siegerkreise. Ansonsten gibt es halt hier noch irgendwie diesen Schuh, was ich gesagt hatte, der dann wirklich designt worden ist, aber das wirklich nur für den ersten, der in jeder Region, also zum Beispiel Europa, gewinnt. So, das hier erstmal zu. Ihr braucht natürlich die 2 FA und wir gucken mal hier die offiziellen Regeln uns an. Und zwar wichtig natürlich wie immer hier Bewertungssystem. Ihr bekommt für jede Eliminierung einen Punkt und auch für die Leute, die das Emoticon nur haben wollen, ihr bekommt halt hier ab Platz 75 schon ein Punkt. 75 ist ultra schnell erreicht, weil am Anfang viele auf Kills gehen. Deswegen springt einfach relativ spät aus dem Battlebus, bleibt in der Luft, öffnet sofort den Schirm, guckt, wo die Zone hingeht und landet einfach am Rand der Zone. Dann habt ihr ruckzuck auf jeden Fall jedes Mal einen Punkt sicher und schafft so auf jeden Fall die 8 Punkte, die ihr für das Emoticon braucht. So, ansonsten ja eigentlich relativ wie immer. Ab hier oben gibt es halt immer mehr Punkte, epischer Sieg sogar 30 Punkte und sonst Preise. Hier 8 Punkte, also quasi für jeden, das schafft man eigentlich immer 8 Punkte, weil es 10 Games gibt insgesamt. Einmal dieses Emoticon und für Rang 1 von jeder Region, also Europa, Nordamerika Osten, Nordamerika Westen, Brasilien, Asien und so weiter, gibt es diesen individuell designten Fußballschuh. Und ja, wenn ihr den haben wollt, der wird wahrscheinlich auch extrem einen hohen Wert haben. Legt euch auf jeden Fall ins Zeug, wenn ihr gut seid. Ansonsten natürlich 8 Punkte für das Emoticon. Sollte jeder erreichen. Das auf jeden Fall gratis, wirklich dann für jeden. Und das war es auch eigentlich jetzt erstmal zu diesem Video. Jetzt wisst ihr Bescheid. 18 Uhr fängt das Ganze an. Und ja, seid auf jeden Fall dabei. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, wenn ihr neu wart. Und Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.